Genau, Darkzone-Währung ist dann hier unten in lila. Ach, Blödsinn. Warum gehe ich eigentlich zurück in die Base? Sagt er, dass ich direkt an der Waffe ändern kann. Ach, die Darkzone-Währung ist dann nochmal. Ist eine andere, ja. Ah, ja, dann kann ich mir doch hier für meine Credits doch was kaufen. Aber nee, dann warte ich lieber. Ja, ich warte auch noch, bis ich mir so eine blaue holen kann zur Not. Jetzt habe ich auch das große drauf. Obwohl. Die Sharky hat sich eine Tiefkühlpizza gekauft und vergessen, in Truhe zu legen. Macht aber nichts, Sharky. Wenn die gekühlt ist, dann hält die noch 3 Tage. Steht auch auf der Packung hinten drauf. Je nachdem, was für eine Pizza das ist, 3 bis 6 Tage. Wo bist du denn? Ich bin jetzt nochmal drin. Achso, okay. Ich wollte gerade zeigen, dass ich jetzt den Aufsatz drauf hab. Wollte jetzt gucken, ob. Nee, Handfeuerwaffe hat der leider nicht. Der Waffenhändler? Mhm. Der hat nur die M19. Bei mir. Ja, die 1911er, dafür habe ich. Ich habe aber schon eine bessere. Ich habe die. Ich aber nichts schaden. Die Militärversion von der M9. Ich gehe ihn einfach aus dem Weg. Braucht nicht mehr viel für den Arms. Dann nochmal looten irgendwie und dann ist das fertig. Schade, Alter, ich brauche noch 300 Piepen, dann kann ich mir die Vespa holen. Die Vector? Ey, Vector mach ich doch. Ja. Ja. Möchte ich nämlich auch haben. Meine Blaupause habe ich jetzt bekommen. Ich hab, mit wem muss man reden? Du gehst rein und dann links zu der Tante, die da steht, die hat ein Ausrufezeichen über dem Kopf. Ah, ja, dann mache ich das mal eben nochmal. Oh, Sharky, durch der rein, Junge. Komm mal rein, ja. Oh, ich glaube, der hat Durchfall, so wie der da liegt. Er hat auch einen. Die haben alle Ausruf, so. Itosi. Der Sharky, dann räum auf, wa? Was spricht der Schwarze hier? Euch? Wollen wir jetzt mal los, oder was? Warte doch mal ab, Alter, ich muss erstmal hier. Upgraden. Ich hab keine Blaupause. Quarantäne erstmal geupdatet hier bei mir. Guck mal an, 20% im medizinischen Flügel. Läuft. Wie hast du das gebaut? Was? Ne, ich bin da reingegangen und hab ein Knöpfchen gedrückt. Ess die Pizza. Ach. Stück Scheiße, du. Gehst da rein und dann wählst du dort aus und dann musst du hier drücken. Hab ich ja. Aber ich kann hier nicht kurven. Du sollst was kurven, du gehst an den Laptop. Schau mal in meinem Stream, da siehst du es doch. Ja, ich hab's doch gesehen, gerade da. Ja, dann gehst du da hin und drückst hier F, wenn das geht. Dann macht er das von allein, dann macht er die Scheiße auf und dann kannst du hier draufklicken und links hast du deine Vorräte, dann müsstest du ein bisschen was haben und dann kannst du unten ausbauen klicken. Die Leertaste. Oh, wie ich mit der Maus noch nicht klarkomme, Alter, ey. Und gleich ist schon mal eine neue da. In einer Stunde etwa. Schnell. Die andere einfach. Hat sich das mit Pokémon jetzt schon erledigt? Hat man jetzt immer hier geschaut? Achso, ich muss mal aufs Handy gucken. Ich hab mein Handy gar nicht mitgehabt heute. Ja, weil ich wollte es nicht aus dem Stream raus und machen und so. Okay, habe ich jetzt auch geschafft. Cool, Cory, da ich dir zugucken konnte. Ja, ne? Schön, ist doch praktisch manchmal. Affe. Weil ich alles an meinem Rucksack dran hab. So Leute, ich geh jetzt mal raus hier. Warte mal, irgendwas ist jetzt hier passiert, dass ich. Komm hier rein. Gasmaske. Auf der Lexington Avenue haben die entflohenen Sträflinge jetzt ihre Partybude. Seid ihr schon wieder draußen, oder? Ich bin draußen, ja. Gut, ich komm jetzt auch. Wollen wir noch auf Huschi warten? Komm ja schon.
Ich zieh stark mal eben nach oben. Zu den anderen. Warum? Das Brücke neu starten. Ja, ich mach sofort. Ich kann das auch so machen. Brauchst jetzt. Danke, Sharky. Ja. Kommt ihr? Moment. Wo gehst du denn hin, Uschi? Ja, ich dachte, wir wollten jetzt in die Dark Zone. Achso, also doch schon, okay. Ja, ihr habt auf uns gesagt, ihr wollt in die Dark Zone, also wollte ich jetzt da mal hinlaufen. Ganz hinten rechts. Das gelbe Symbol. So ein gelbes Dreieck. Garment District Kampf, oder? Nee, das. Ja genau, Kampf ist das, genau, danke. Ja, 10 Kilometer von hier. Gnadenlieferung ist das, glaube ich. Ja, ja, irgendwie so hieß das. 100 Meter ist das. Mhm. Oh, gut, ich gehe kurz nach oben. Danke. Eddie Reimers ist online. Ich will einfach nur nach Hause. Könnte nur helfen, Bitch. Und streamt. Ja. Monk ist online, Commander Krieger. Kurzlaut. Ach, ihr seid schon vorgegangen. Ja, ja, der Huschi ist ja schon vorgelaufen hier. Hey, Latten stand neben mir. Warum immer ich? Hier ist eine Kiste. Warum bin ich hier? Wo ist hier? Da hinten, wo Latten steht. Straßen, Augen auf dem Straßenverkehr und so, ne? Oh, ein leichter Schoner. Dann gleich mal im Inventory nach. Stufe 8, ja, super. Ich habe endlich meine stärkere Waffe gekriegt, ey. Bin immer noch bei 2200 Damage oder so. Ey. Nee, Handfeuerwaffe meine ich. Entschuldigung, ich hatte vielleicht unklar ausgedrückt. Da war der Stuhl auf einmal weg. Ich hätte da noch ein paar Gegner gefunden. Los, wie, wo? Ich komme, Igor. Sanchez. Ich suche gerade jemanden kriegen. Das ist nicht schön, Alter. Macht man nicht. Mit der Pistole? Nein, Sniper. Das war jetzt die Sniper. Weil ich auf Entfernung mal schießen wollte. Macht 1500 oder irgend sowas in der Richtung. Wollen wir wieder zurückgehen Richtung Todeszone oder? Ja. Ach, Kai ist ja auch mittlerweile da. Hm. Hm. Who's your daddy? Hm? Markierte Position in der Nähe. Gegner. Michi, wo läufst du hin? Hier ist ein Koffer. Ja, hier ist ein Gegner ohne Ende. Ja. Monkey läuft schon drauf zu. Aber wenn der Monkey das markiert, dann sehe ich das, komischerweise. Keine Ahnung. Schalterfahren.
gleich. Sparrow 3 hier. Sind an ihrer Position und startbereit. Ich bin kaputt gekloppt. Eine Ehre, an ihrer Seite zu kämpfen. Na, wie sieht's aus, Dark Zone? Naja, da waren wir auf dem Weg. Konnte. Aber ich habe einen Rucksack noch bekommen, da gucke ich nochmal. Ich glaube, ich werde mir das Spiel auch vorbestellen. Guck an. Also ich find's wie gesagt genial. Also wenn dann der Story-Mode noch ein bisschen länger geht, du dann noch ein bisschen mehr machen kannst und so. Vorbild. Das ist schon... Danke. Sag mal, die 40 Euro ist das Game auf jeden Fall wert. Glauben Sie mich jetzt, ich wollte gerade sagen, im Keystore, ich habe 30 bezahlt. 32 oder sowas. Also die Dark Zone ist da hinten, glaube ich. Einsatz, ja. Ja, Einsatz Dark Zone. Geradezu. Von mir aus gesehen. Warte mal. Hm. Ich hoffe ja, dass ich eine Frau spiele, dass nicht allzu viele Leute auf mich schießen. Ach, der war gut. Schalldämpfer. Irgendjemand fährt gerade einen Krankenwagen. Ja, bei mir war das gerade. Ich bin fertig. Ja, ich warte hier auf euch. Ich hab einen Karabiner. Oh, warte mal. Gucken, ob der was bringt. Hallo, Monkey. Warte, gucke. Warte. Da. Ja. Zufrieden. Ich hab jetzt auch einen Schalldämpfer drauf. Du hast die gleiche wie ich, ne? Ja. Nur in Grau, glaube ich, oder so. In Grau, ich hab die in Blau. Wie viel Schaden macht deine? Warte mal, ich guck mal bei mir. Wie viel Schaden macht deine? 1,3 grün habe ich, entschuldige. Ich habe 2088. Naja, ein bisschen mehr hast du. Ja. Kommen die Lappen dann, oder? Jetzt gerade nicht. Nee, ne? Sekunde bitte. Dieses Ausgerüste. Aber guck mal, Monkey, wenn du hier langläufst, ne? Wie geil sich das spiegelt im Wasser. Ja. Hab ich gerade schon gesehen, das ist cool. So geil. Ah, guck mal, lass uns ein Fahrrad klauen und mit dem Fahrrad fahren. Also, wir können weiter. Wenn du ein ganzes findest. Also, Lappen, bist du da? Ja. Ich habe ein Handy gefunden. Wurde gerade gesniped. Ich habe einen Übertragungsgradgeber gefunden. Aber ich bin gerade dran vorbeigelaufen. So, und hier ist ein Ende. Gut. Hä? Also meine ist schon ganz schön fit. Ich bin nicht die Gefahr. Ich habe jetzt momentan mehr auf Damage Dealer gelegt. F. Sorry, ich habe da meine Geiselrettung angenommen. Ich dachte noch mal kurz, bevor wir da reingehen. Die ist hier gleich um die Ecke. Ja, ist ja nicht verkehrt. Sie müsste. Ich weiß nicht, wie ich das euch mit anzeigen kann. Abwählen? Anwählen. Ich hab die auch. Okay, ich weiß nicht, warum. Jetzt habe ich Checkpoint 126 Meter entdeckt.
Ne, das ist da. 113. Was steht denn das bei mir? Ja, das ist ja die Dark Zone dann da hinten. Ich weiß nicht, warum Cory das immer nicht sieht, wenn ich was markiere. Weil ich was Besseres bin. Ah, ja. Die Dark Zone ist abgeschottet und das aus gutem Grund. Dort hat die Infektion am heftigsten zugeschlagen. So sehr, dass weder wir noch das LMB noch irgendwer sie aufhalten konnte. Jetzt ist es ein Niemandsland voller Menschen, die das Virus nutzen wollen, um den Fraktionen zu entkommen. Und was hinter diesen Mauern geschieht, nun, wenig davon ist gut. Ah, ich hab eine Abkürzung gefunden. Ist ja geil. Die Dark Zone ist abgeschottet und das aus gutem Grund. Dort hat die Infektion am heftigsten zugeschlagen. Moin. So sehr, dass weder wir, noch das LMB, noch irgendwer sie aufhalten konnte. Oh, das sind... Jetzt ist es ein Niemandsland voller Menschen, die das Virus nutzen wollen, um den Fraktionen zu entkommen. Und was hinter diesen Mauern geschieht, nun, wenig davon. Die Dark Zone ist abgeschottet und das aus gutem Grund. Die Infektion am heftigsten zugeschlagen, so sehr, dass weder wir noch das LMB noch irgendwer sie aufhalten konnte. Jetzt ist es ein Niemandsland voller Menschen, die das Virus nutzen wollen, um den Fraktionen zu entkommen. Und was hinter diesen Mauern geschieht, nun. Das sind die ersten Level 7 Gegner, ne? Ja. Warnung, Feindpräsenz entdeckt. Oh, im Laden, im Laden. Warnung, Feindpräsenz entdeckt. Wollt ihr mich anzünden, der Pimmel? Ist das Sinn für den? Die Schlüssel habe ich gefunden, Cory muss einen sperren, glaube ich. Zivilisten sind sicher. Vielen Dank. Das war schrecklich. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Hier liegt noch ein Medikit, wenn jemand eins fehlt. Danke. Ich brauch nicht. Dann komm raus da. Verpiss dich, Alter, mit der Mütze hier. Geh mit zur Glatze spielen, aber geh weg. Ich habe eine bessere Waffe gefunden. Das ist gegen mal kaputt, ey. Ja, Jagdhandschuhe. Und wenn es so weitergeht, kann ich mir noch die Vespa holen, bevor wir in die Dark Zone gehen. Hector. Sag ich doch. Call of Duty, Entschuldigung. Wieso? Die für 2400 Piepen? Mhm. Warum das denn? Wieso war sie kacke oder was? Nö, ich hatte die einfach mal verkauft. Aus Versehen wahrscheinlich, wa? Ja, so in etwa. Achso, bevor ihr Waffen verkauft, die ihr vorher ausgerüstet habt, macht die Aufsätze runter. Tut mir gut. Achso, sind sonst weg, oder? Das steht da, das steht aber da. Bevor du sie verkaufst. So, wollen wir jetzt in die Dark Zone oder wollt ihr wirklich nochmal zurückrennen? Weil ich würde gerne mal gucken, was der Dark Zone Händler im Angebot hat. Ob das wirklich ein Unterschied ist oder nicht. Also ich würde gerne in die Dark Zone. Ja, dann. Okay, warte mal, dann nehme ich mir erstmal meinen L86 dazu. Du kannst dich davor doch noch ausrüsten, bevor du reingehst. Oh, ich habe die Schwarzmarkt-Version von der OT821. Dann nehme ich nochmal die. Die Dark Zone ist abgeschottet und das aus gutem Grund. Dort hat die Infektion am heftigsten zuge... ...774 Schuss, halt klar. Sie hatten heute immer noch Probleme mit der Munition öffnen, ne? Hier gibt's lauter gelbe kleine Punkte, was ist denn das? U-Bahn? Gibt's hier vielleicht was Wichtiges? Das ist der Untergrund, da kannst du reingehen. Ach, der Händler tut alle 24 Stunden die Ausrüstung wechseln. Das ist ja interessant. Kommt dann auch mal rein, ne? Ja, mach er mal. Habt ihr so schön auf mich gewartet? Heul nie rum. Dark Zone. Hallo. Moinsens, Mädel. Ah, hier kann man auch nochmal verkaufen. Sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch. Also wenn du das vorhin gruselig fandest, dann scheißt du dir hier in die Hose. Was gruselig, hä?
Warum geht's denn? Du hast vorhin gesagt, bei den zerrissenen Zelten und so, bei den zerfetzten Zelten. Achso, das weißt du, ja, das ist schon. Ich hab die Dark Zone schon mal gesehen. Was ist denn der Typ hier? Biogefährdung, kontaminierter. Also hier sollten wir echt zusammenbleiben, so ein bisschen über. Ja. Ah, hier ist ein anderer Spieler. Ja, hier sind drei andere Spieler. Übertragung gestört. Empfang nur im Nahbereich. Wollen wir umlegen? Nein. Warte doch mal auf uns, ey. Der steht hier direkt vor der Tür. Entschuldigung, dass ich da mal rausgegangen bin. Sie betreten jetzt die Dark Zone. Der hat noch Anfangsloot. Mach dir doch einen Kirschschatz. Wieso habt ihr eigentlich keine Gasmasken auf? Die machen die automatisch rauf. Ja, aber bei mir habt ihr keine Gasmasken auf. Schaut das nur so aus. Ich bin eh noch beim Händler drin, warte mal kurz. Warte, Inventar voll? Kann doch gar nicht sein. Doch. Wenn einer von uns in der Gruppe Munition nimmt, kriegen sie alle. Weißt du, ist komisch, wenn du das Zeug hier drin verkaufst, dass du keine Kohle dafür bekommst. Also keine... Also ich habe jetzt keine Maske auf. Doch, hat er. Was seid ihr? Bei dir. Buschel, Lappen. Okay, jetzt, ja, das hat ein bisschen gedauert. Also, wo gehen wir lang? Ja, ich würde sagen, wir gehen rechts. Wenn die geradeaus gehen, gehen wir rechts. Rechts geht's nicht lang. Ja, dann geradeaus. Links geht aber auch noch, ne? Was mit links? Ja. Warte mal, ich schau mal auf der Karte. Gib mal kurz Deckung. Boah, Alter. Wir sind jetzt hier. Straßensperre. Wollen wir da einmal hin? 80 Meter? Ja. Warte mal. Da gehen wir ja zurück. Das ist ja der Anfang. Ach so, okay, dann ist Käse. Okay, alles klar. Ich weiß nicht, ob du wirklich hier was markieren kannst, außer wenn da mal jemand so einen Helipod ruft. Also hier geht's auf jeden Fall in den Untergrund. Wir können ja mal in den Untergrund erst gehen, oder? Hier ist ein Helipod. Ja. Bord. Untergrund? Ja, nein, vielleicht? Da vorne wird geschossen und schreit jemand. Ich würde sagen, wir konnten erstmal die Oberfläche, oder? Weil hier gibt's ja auch Loot und so. Vorne knallt's und scheppert's ganz heftig. Okay. Alter, hier scheppert's ja richtig. Beweg mich hier lieber nur von Deckung zu Deckung. Ja, es ist... Geh hier vorne links in das Parkhaus rein. Hier ist eine Kiste. Die Phones sind definitiv Gegner. Ah, die ist zu. Da ist einer. Level 5. Jawohl! Oh, Rang 2 oh, erreicht, ja, danke, geil. Wow! Ja, danke. Sehr schön, ja, sehr schön. Ich muss kurz hier hoch, vielleicht kann ich von oben mehr ausrichten. Nochmal Dark Zone Währung. Ja, die findest du wohl irgendwie. Ich hab auch noch nicht ganz verstanden, wie es funktioniert. Ich hab's erste Loot mitgenommen. Ich auch. Irgendwas Grünes, ich weiß aber nicht was. Ja, kontaminiert das Objekt. Kannst du mal die Straßensperren wieder wegmachen, die irgendwie irritieren? Ja, ich konnte, warte mal. Mach weg, wie geht denn das? Na, einfach jetzt. Nee, warte mal, ich glaube, ich kann das selber abmachen. Gehst du zu dir auf? Bergung trifft. Ja, wollen wir zur Bergung hin oder? Ja, gehen wir mal hin. Aber wir haben noch nicht viel, wir haben nichts zu verlieren. Deswegen, oh, hier ist noch was Grünes. Irgendjemand hat, glaube ich, das Ding gerufen. Ja. Haben wir ganz ruhig lappen, ganz ruhig lappen, ganz ruhig. Oh, ich sag's dir nur. Der schiebt gleich Panik. Irgendjemand hat dieses Ding gerufen. Wo ist eigentlich deine Frau? Warum ist sie ruhig? Hier ist sie hinter mir. Ich hab gerade Mittagsschlaf gemacht.
Hey, Cory hat gefragt, wo du bist. Ja. Naja, habe ich ja gesagt, dass du hier bist und hast Mittagsschlaf gemacht gerade eben. Ja, die sind... Wie viel sind's? Abchecken, wie viel es sind. Die sind nicht mal ansatzweise tot. Oh. Aber vier Leute. Die haben dran, ist eh. Guck mal, kannst du dein. Oh, dann kannst du dein Deins noch schon dran packen. Das ist. Ey, das ist was Graues, das interessiert mich überhaupt nicht. Hier ist noch was hin. Bei mir ist es noch was Graues, also. Ist doch egal, kannst du trotzdem dran machen. Der Hyping-Noob, guck hin. Oh, ich geh wieder weg. Ist doch schon weg, der Heli. Ja, ich hab meins trotzdem schon dran gehangen. Da oben sind welche, offen. Ja, jetzt fängt es an zu schießen, Leute. Weg, abhauen, nach rechts weg. Rein. Rechts vom Heliport weg. Wieso denn? Ich will mich gar nicht heilen. Die schießen auf die NPCs? Ach so. Dann. Ich mich ja, du musst halt mal sagen. Ich dachte, da oben sind NPCs. Weg, die schießen auf uns, die schießen auf uns, wir müssen weg. Also, ganz cool. Soll ich es noch machen? Rauchzeichen geben? Oh, Kiste. Erforderlich Drang 8, Alter. Aber gut zu wissen. Wo seid ihr denn jetzt alle? Hier oben an der Tankstelle. Da sind aber noch zwei andere mit uns hier oben, ne? Darkzone wäre. Komm wieder. Naja, wenn die einer ruft. Noch. Hey, Musik? Wo kommt dieses her? Ja. Falscher Knopf. Bin jetzt gemacht, Alter. Ja, keine Ahnung, Soundboard irgendwie was. Da irgendwas komisches eingestellt. Hab ich aber ausgemacht. Eine das will ich wegmachen. Kann ich das wegmachen? Den Punkt. Mal Lappin, Alter, hör doch mal auf, mir kontinuierlich hinterher zu laufen, Alter. Hä? Kann ich, hallo, weiß jemand, wie ich den Punkt hier wegmache, den markierten Punkt? Nee, was du auf der Karte markiert, oder was? Ach so, GPS. Mit auch. F, mit F machst du den wieder weg. Ah, okay. Uschi, wo ist jetzt unser treuer Wegbegleiter? Was für ein treuer Wegbegleiter? Der Monkey fehlt auf der Karte. Macht doch nichts. Und der Chris, der Server, ist hier ganz schön angefrackt. Ja. Ja? Der hat eh einen Live auf der Karte. Bin noch da. Ja, jetzt ja, aber... Wenn wir den Typen jetzt abknallen, dann sind wir gefrackt, ne? Ja. Natürlich kacke. Also erstmal bist du gefrackt. Und dann verlassen wir die Gruppe und fracken dich. Nicht gut? Ich find's so witzig, war der Klon. Ja. Beginnen Objektabholung. Das siehst du aber auch gerade nicht, ne? Durch den scheiß Schnee. Nee, musst du bloß hingehen, dein Zeug ranhängen hier. Nee, aber ich meine so. Immer noch nicht gemacht hat. Der Typ ist alleine, den könnt man abknallen, ne? Nein, nicht unbedingt. Ja doch, wo sind seine Leute? Ja, vielleicht sehen wir sie nicht. 15 Sekunden. Ich drück doch F, aber geht bei mir. Da steht noch einer. Hier steht noch Devil Backfire. Bei mir geht das irgendwie nicht. Aber ich hab wahrscheinlich kein Bergungsgut. Aber du siehst gar nichts. Das ist krass, ne? Nichts, du siehst nichts. Ja, lass uns einmal weitergehen Richtung, wo immer wir jetzt waren. Vielleicht finden wir mal ein paar Gegner, weißt du, wo wir was richtig looten können. Ja. Weil es scheint noch nicht allzu viel los zu sein. Ach, hier ist so ein Ende. Ja. Dann müssen wir hoch und dann rechts, glaube ich. Du siehst echt keinen Meter weit, ne? Ne. Hoch und unten bleiben. Okay. Da ist ein. Seht ihr das? Da ist einer angefrackt. Auf der Karte rechts oben. Ja. Dann mal hin da. Okay, hat sich erledigt. Weg. Ist tot. Oh. Außer der hat sich schon wieder versteckt. Ne, der ist ja bloß noch ein paar Sekunden. Wenn wir das überleben, angefrackt sein, na, dann kriegen wir 7 bis 8 Punkte. Sind wir jetzt. Okay. Ja, Stufe 3. Ha, cool. Rang 3, ihr auch, ja, ne? Der Typ ist immer noch da oben irgendwo. Der killt da die Leute. Jetzt ist er weg.
Bei uns läuft die ganze Zeit dann hinterher, ne? Der Black Devil Blackfire. Nur zur Info. Naja, was war das? Vermute mal, der ist hinter dem Haus hier. Wir können den da umlegen. Schutzraum entdeckt. Im Ding drinne bin ich. Klappen ist bei mir. Warte mal auf den Rest. Klappen. Ach, die läuft gerade wieder. Gut. Wir brauchen Rang 8, Leute, sonst kommen wir hier nie weiter. Weil alle Kisten sind ab Rang 8 und wir sind erst Rang 7. Das ja, aber dann müssen wir in die Dark Zone ran. Aber ich wollte gerade sagen, das ist Dark Zone oder 8, ne, Digga? Ja. Ist das nein, Dark Zone? Doch. Du hast hier deinen ganz eigenen Rang. Achso, Dark Zone. Koch, ich okay, geh dann mal nach oben, ne? Ja, alles klar. Danke dir. Also hier ist nix. Wollen wir jetzt mal zu einem angefrackten Typ gehen? Ja. Ja, der ist schon wieder weg. Schüsse. Ne, da drüben ist doch was angezeigt hier. Dann bist du schon wieder nicht weg. Unweit von uns. Ja, kontaminierte Zone. Da überleben wir nicht. Wieso? Du hast doch einen Filter. Nein, da stirbst du. Aktuelle Filterstufe. Gegner hier unten, also Bots meine ich. Solange du Filter hast, der aktiv ist, ist okay. Oh. Entschuldige, Cory. Das ist gut. Da, und jetzt aufmachen das Ding, aber das können wir wieder nicht aufmachen, weil Stufe 10. Ich denke mir, wir müssen. Erforderlicher Dark Zone Rang 10, ihr yes. Rang 3, also alles Dark Zone. Wir müssen in der Dark Zone weiter leveln. Ja. Alles nichts. Das war die falsche. Aber ich bin eh schon kurz vor 4 wieder. Oben auf dem Dach. Oben auf dem Dach. Ja, 4. Was 4? Rang 4 bin ich jetzt. Ach so, nee, ich bin auf Rang 3. Du hast den Typen getötet und schon hast du das Thema erledigt gehabt. Jetzt bin ich Rang 4. Hier, wollen wir den Noob weghauen? Ja. Nicht Noob. Oh, jetzt haben wir 88 Sekunden Cooldown. Naja, und dann machen wir halt mal ein bisschen Bewegung. Bist du mal harte Wichser? Oh, da kommen welche. Jungs, Rückzug. Ist ja egal, wir haben da eh nichts zu verlieren. Jetzt hier lang und dann lauf. 88, 80. Oh, ich bin down. Wenn du läufst, du musst stehen bleiben, ja, sonst geht das nicht weg. Achso, ich wollte mich jetzt hier verstecken. Wer ist gestorben? Du? Ja. Genau. Monkey. Ja, Monkey. Oh, das sind 1, 2, 3, 4, 5 Leute, die jetzt auf uns zukommen. Ja. Oh, weiter rennen? Ja, ihr solltet rennen. Der ist nämlich langsam. Doch, wenn du rennst, dann geht das auch unter, Cory. Du bist langsamer. Ich respawne gleich. Mach das. Ich bin tot. Bist du bei 89 wieder, ne? 50 habe ich noch. Oh, bist du Muschi? Ja, gegenüber. Bin hier lang gerannt. Richtung der Abholpunkt. Oh, das war vielleicht eine scheiß Idee. Sie haben sich von der Division losgesagt und sind jetzt als Abtrünniger gekennzeichnet. Aber wie sie dich jagen? Die Blöden, ne? Ach, keine Chance. Ja, ich kann dir leider gerade nicht helfen. Macht nicht, ist ja okay. Ich mach dir mal Pause. Ey, solche Pussys, ey. Da warten sie nur, bis einer abtrünnig ist, ne? Und dann rennen sie alle drauf wie die Blöden. Ach, ihr seid beide tot. Ja, dann warte ich eben hier auf. Ich bin noch nicht tot. Ja, dann gut, dann komme ich zu dir und helf dir. Jetzt ist er tot. Jetzt bin ich tot, ja. Na gut, dann warte ich.
Alles ist echt, da warten sie, bis du wieder SS. Bestätigt.